Oha, hier ist die Fangemeinde wohl zwischen Real Madrid und FC Barcelona gespalten. Wenigstens hält sie die Liebe zusammen. Kinder, wo stecken Groovy und Phoebe nur? Arme Phoebe, das ist bestimmt eine schwere Entscheidung. Kinder, was könnte sie nur tun? Tolle Idee. Verflixt, diese Schere funktioniert nicht so gut. Groovy, magst du ihr nicht helfen? Ist das nicht spannend? Oh nein, Groovy, pass auf! Sie denken, dass du es wirklich bist. Lauf schnell! Was für ein schöner Tag, um im Garten zu spielen. Was ist das, Phoebe? Ein Ball? Kinder, wie oft schafft ihr es, den Ball hin und her zu werfen, ohne dass er den Boden berührt? Lasst uns mitzählen. Seid ihr bereit? Groovy, du musst den Ball kicken. Versuchen wir es noch einmal. Stellt euch im Kreis auf. Pops, du auch. Eins. Groovy, der Ball sollte bei Phoebe ankommen. Kick etwas fester zu. Eins. Zwei. Oh, das war zu hoch. Das kriegen wir noch besser hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Phoebe! Spiele den Ball doch auch deinen Freunden zu. Spielt abwechselnd, das macht mehr Spaß. Sehr gut. Los, Groovy, versuch's nochmal. Hoppla! Nicht so fest. Oh, der Ball steckt im Schornstein fest. Kein Problem, Kinder. Pops kann ihn bestimmt zurückholen. Pops, was ist los? Sitzt er so fest? Pops? Pops hat seine Mission vergessen, den Ball zurückzuholen. Was könnten wir tun, um ihn runterzuholen? Eine Leiter? Nein, Phoebe. Kinder dürfen nicht aufs Dach klettern. Das ist zu gefährlich. Ich weiß. Warum lassen wir uns nicht von Groovy helfen? Worin könnte sich Groovy verwandeln, um den Ball zurückzuholen? In einen Hubschrauber? In ein Auto? Oder in ein Boot? Richtig, Kinder. Ein Hubschrauber kann auf das Dach fliegen. Groovy,
Phoebe eilt zur Rettung. Sehr schön, Groovy. Schau, Phoebe, der Ball. Danke, Groovy, du bist der Beste. Lasst uns weiterspielen, als Team. Phoebe jongliert mit dem Ball und Groovy hilft uns, bis 10 mitzuzählen. Seid ihr bereit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Klasse! Was für ein schöner Tag, um am Strand zu spielen. Nicht Groovy. Du darfst nicht einfach Müll auf den Strand werfen. Auch wenn es nicht deiner ist. Er gehört in den Mülleimer. Oh je, der ganze Strand ist voller Müll. Das können wir nicht dulden, Kinder. Wir müssen etwas unternehmen, nicht wahr, Paps? Die Erde ist in Gefahr, weil sie die Erwachsenen dauernd verschmutzen. Müll darf man nicht einfach irgendwo hinwerfen, sondern in einen Müllcontainer. Außerdem müssen wir den Müll richtig trennen und recyceln. Grüne Flaschen kommen in den grünen Container, blaue Flaschen in den blauen und rote in den roten Container. Kommt, Kinder, helft alle mit! In welchen Container gehören diese Flaschen? Sehr gut, Phoebe. Gut gemacht. Die blaue Flasche kommt in den blauen Container. Nein, Groovy. Die rote Flasche gehört nicht in den blauen Container. In welchen gehört sie, Kinder? Genau. In den roten Container. Ich habe eine Idee, wie wir den Strand sauber machen können. Lasst uns ein Spiel daraus machen. Schauen wir mal, wer die Flaschen schneller wegräumen kann. Phoebe oder Groovy? Nehmt ihr die Herausforderung an? Das Spiel ist ganz einfach. In jedem Feld sind 5 Flaschen. Phoebe und Groovy müssen sie aufsammeln und in den richtigen Container werfen. Verstanden? Auf die Plätze! Fertig! Los! Beide Spieler ergattern eine Flasche. Phoebe landet ihren ersten Treffer, aber Groovy hat nicht aufgepasst. Oh nein, er muss sie wieder aufheben. Phoebe geht in Führung und liegt vor Groovy, der seine Flasche inzwischen richtig eingeworfen hat. Phoebe schnappt sich ihre dritte Flasche. Groovy ist erst bei der zweiten. Das Spiel scheint entschieden zu sein. Phoebe wird gewinnen, wenn sich Groovy nichts einfallen lässt. Gibt's doch nicht! Groovy verwandelt sich in einen Tintenfisch und holt auf. Das Spiel ist noch nicht entschieden. Ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Spieler werfen ihre letzte Flasche ein. Und das Ergebnis ist... unentschieden! Eigentlich haben wir alle gewonnen, denn der Strand ist blitzeblank. Vielen Dank, Kinder! Oh... eine Riesenwelle. Was ist das denn? Die Welle hat wieder lauter Flaschen an den Strand gespült. Kinder, wir haben ein Problem, und zwar ein großes. Das Meer ist auch voller Müll. Wie können wir die ganzen Flaschen nur einsammeln? Fällt euch was ein? Ich weiß was. Groovy kann uns helfen. Kinder, in was könnte sich Groovy verwandeln, um das Meer zu säubern? In einen Bleistift? In ein Boot? Oder in einen Ball? Ja, genau! Groovy muss sich in ein Fischerboot verwandeln, um das Meer zu säubern. Hm.
Kinder, fischen wir die Flaschen aus dem Meer. Wow, der Strand sieht echt toll aus, jetzt wo er sauber ist. Jetzt können wir den Rest des Tages genießen. Gute Idee! Feiern wir unsere gute Tat mit einem kühlen Saft. Aber Kinder, wo gehören die leeren Flaschen hin? Genau, in den entsprechenden Müllcontainer. Sehr gut, ihr habt die Lektion gelernt. Müll muss getrennt und recycelt werden. Willkommen auf dem Gnadenhof. Das wird ein Spaß. In einem Gnadenhof werden gerettete Tiere aufgenommen, die nun ganz in Ruhe zusammenleben dürfen. Wollt ihr sie kennenlernen? Okay, okay. Da sind Kühe mit ihren Babykälbchen. Ein gutmütiger Stier. Eine Ziege. Ein Schaf. Hühner und Küken. Ein Hahn. Mama Ente mit ihren Entlein. Und Schweinchen und ein Truthahn. Oh nein, ein Sturm zieht auf. Lasst uns alle in der Scheune Unterschlupf suchen. Was ist los, Phoebe? Was? Das Kälbchen ist verschwunden? Groovy, das Kalb ist verschwunden. Wir müssen es finden. Ist es da? Da auch nicht? Nicht einmal da? Wo steckt es wohl? Groovy! Schau, Groovy, der Sturm hat ein Loch in die Wand gemacht. Kinder, glaubt ihr, dass es hier durchgeschlüpft ist? Groovy, lasst es uns suchen. Schaut mal, die Fußabdrücke führen in den Wald. Sind die von dem Kalb? In was könnte sich Groovy verwandeln, um es zu überprüfen? In einen Ball? In eine Lupe? Oder in einen Pinsel? Genau, in eine Lupe. Sind das Hufabdrücke von einem Kalb? Super, wenn wir der Spur folgen, werden wir es finden. Was? Keine Hufabdrücke mehr? Schaut, ein Vogel. Vielleicht hat er das Kalb gesehen. Kinder, sollen wir ihn fragen? Herr Specht, haben Sie ein Kalb gesehen? Es hat sich verirrt. Ja? Groovy, folge ihm. Wo ist er? Das Kälbchen sitzt fest. Es ist gestürzt und kommt nicht mehr nach oben. Kinder, in welches Fahrzeug könnte sich Groovy verwandeln, um das Kalb zu retten? In einen Bus? Ein Polizeiauto? Oder einen Kran? Genau, in einen Kran. Gut gemacht, Kinder. Toll, wir holen das Kälbchen ganz behutsam wieder hoch. Es ist überglücklich. Es freut sich bestimmt darauf, seine Mama wiederzusehen. Gute Arbeit, Kinder. Gehen wir zurück zum Hof und helfen, die Schäden zu reparieren. Egal, wie stark der Sturm ist, zusammen sind wir stärker. Haha, willkommen beim Kostümwettbewerb von Groovy, dem Marsianer. Die Jury besteht aus Fräulein Phoebe, Mr. Fluffy und Sir Honey. Wir sind gespannt, mit welchen Kostümen du uns verzaubern willst, Groovy. Bist du bereit? Wow, Groovy! Das ist ein cooles Löwenkostüm. Ja.
wir mal, wie viele Punkte du von der Jury bekommst. Da hätten wir 3 Punkte, 5 Punkte und 0 Punkte. Sir Honey drückt nicht mal ein halbes Auge zu, Groovy. Weiter geht's mit dem zweiten Kostüm des Abends. Groovy, ich glaube, da hast du ein paar Figuren aus Toy Story durcheinander gebracht. Was sagt die Jury wohl dazu? Oh je, Groovy, immer noch so wenig Punkte. Dritter und letzter Versuch. Hast du auch irgendein Superkostüm in petto? Wow, das ist echt cool. Die Jury ist beeindruckt. Durchwegs. Aber jemand Spaß. Ihr seid ein tolles Team. Puh, es ist echt warm. Wollen wir ins Wasser? Oh nein, die Wellen sind so hoch, das ist sogar mit Schwimmflügeln zu gefährlich. Ich weiß was. Wisst ihr, was lustig wäre? Einen Pool am Strand zu bauen. Ganz einfach. Wir müssen nur ein Loch graben und es mit Wasser befüllen. Genau so. Zuerst müssen wir ein tiefes Loch graben. Genau, dann füllen wir es mit Wasser. Wenn du alles verspritzt, musst du es nochmal befüllen. Viel Spaß, ihr drei! Wow, euer Fruchteis sieht ja köstlich aus. Lecker. Phoebe hat 2 Kugeln Erdbeereis und Groovy 1, 2, 3, 4, 5 Kugeln unterschiedlicher Obstsorten. Du kleiner Vielfraß. Pass auf, Groovy. Verflixt und zugenäht. Groovy, die Wellen sind nicht daran schuld. Groovy, das ist Phoebes Eis. Sie muss selbst entscheiden, ob sie dir etwas abgeben möchte oder auch nicht. Großartig, Phoebe. Unter Freunden teilt man immer gerne. Jetzt könnt ihr euch beide euer leckeres Fruchteis schmecken lassen. Yum.
Und jetzt noch viel Spaß am Strand. What are you doing? Are you trying to say something? Oh, yes. Subscribe, kids. Groovy the Martian, official channel.